Hallo und herzlich willkommen zurück bei Next Day Survival. Ja, mal wieder Zeit für eine Runde Endzeit. Okay, zweimal Zeit, hört sich nicht ganz so geschmeidig an, egal. Wir haben noch eine Quest offen und zwar haben wir hier die Saboteursjagd abgeschlossen, aber nicht abgegeben. Ja, da brauchen wir noch... Ja, was brauchen wir da noch? Da brauchen wir einen fahrbaren Untersatz und dann gehen wir zum nautischen Offizier Kuznetsov und dann... Glauben wir 7300 Credits ab. Das ist der Plan für heute und dann hören wir uns natürlich die nächste Quest an, werden die auch noch erledigen und dann sehen wir mal weiter. Ist das ein Vorschlag? Ha, könnt gar nichts machen. Könnt nur wegklicken, das wollt ihr nicht, sonst hätte ihr nicht draufgeklickt. Deswegen besorge ich uns gleich mal ein Stück Brot und Sneaker und Jeans. Sehr gut. Und eine Daunenjacke. Als Grundausrüstung sozusagen und als Startkapital für unseren heutigen unternehmungsreichen Tag. Und hier eine Gasmaske. Man hier alles findet. Nicht schlecht. Ja, wir brauchen ein bisschen Kapital, weil Krieg führen mit anderen ist nicht gratis. Kostet im ungünstigen Fall das Leben und im günstigsten Fall kostet uns Kugeln und Benzin und weitere Ausrüstung. Deswegen bauen wir uns hier alles zusammen, wir holen ein Auto und dann sehen wir uns auf der Fahrt. Ja, genau, wie ihr euch richtig entsinnen könnt. Dorthin. Also dahin. Bis gleich. So, wir befinden uns nun noch schon in voller Fahrt auf. Ja, wir machen einen Zwischenstopp in Ozersk. Auf Ozersk halten wir zu. Hoffen, dass die Tanksäulen dort etwas Treibstoff enthalten. Das wäre auf jeden Fall eine feine Sache, weil unser Auto nur noch 4,2 Liter hat und ich nicht weiß, ob das für hin und zurück irgendeinem potenziellen Neuziel reicht. Deswegen halten wir mal an. Oh, 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 wow, was ist das? War ich hier vor lauter Aufregung dagegen. Das ist natürlich auch ein cooles Fahrzeug. Wenn ich hier jetzt wirklich den Tankstutzen aus... Oh, oh, da war es gerade. Da war es. Da war es. Symbol. Leute, da war es gerade. Jetzt aufhören mit Recorden und anhalten, in welchem Zentimeter oder besser gesagt Millimeter hier der Einfüllstutzen war. Machen wir jetzt hier einfach nochmal herum. Naja, wie dem auch sei, ich werde es herausfinden und dann treffen wir uns einfach... Ja, treffen wir uns einfach hier, beim nordischen Offizier. Bis dahin. Wir haben hier wieder mal ein neues Gefährt. Ich habe den Tankstutzen übrigens überhaupt nicht gefunden. Blöd. Aber sieht nicht schlecht aus, dieses Ding. Ziemlich cool. Sollten wir nur aufpassen, dass wir nicht auf unsere Gauner-Freunde hier treffen. Die uns gleich unter Beschuss nehmen werden. Oh... Ja, die Kiste hat 10 Liter. Die Tanksäulen haben übrigens nicht funktioniert, ja. Würdet ihr hier selbst mal auftanken wollen, vergesst es. Okay, dann hier mal straight rechts. Dass es zu unnötigem Blutvergießen kommt. Selbstverständlich auf ihrer Seite, wenn es eskaliert. Okay, dann stellen wir unsere Kiste in alter Manier hier ab. Genau hier. In die Handbremse und weiter geht's. Zu Fuß geht's den Rest der Strecke zum Auftraggeber, wo wir uns gleich treffen werden. Endlich sind wir hier im Lager unserer Seemänner angekommen und geben gleich mal die Quest ab. So. Na, da haben wir es doch. Sie verstecken sich also in Bunker A65, ja? Hier besteht die Chance, dass auch die Sprengköpfe da sind. Gute Arbeit, Soldat. Mach jetzt eine Pause. Und mach dich bereit für eine wichtige Mission. Dieses Mal werden wir kein Feuergefecht verhindern können. Pass auf dich auf. So, okay. Rechnen wir gleich nochmal an. Es gibt jetzt was Neues. Wir haben eine Aktivität in der Region des Leuchtturms Lazarevski entdeckt. Wir wissen noch nicht, wer es ist,
Wie du bestimmt weißt, gibt es keine befreundeten Einheiten in Primorei. Wir sind von Feinden umgeben. Vielleicht möchten sie den Leuchtturm in die Luft jagen. Also sei besonders vorsichtig. Sobald du dort bist, komm zurück und berichte mir. Dann schauen wir uns den Leuchtturm Wasiljewski an. Nehmen wir an. Also, da ist das Lazarewski Lighthouse. Hört sich irgendwie an wie Lazarett. Praktisch an der Geschichte ist, wir können von hier rüber schauen. Und ein weiterer sehr, sehr praktischer Punkt, der uns wirklich noch helfen könnte, ist, dass wir hier ein Scharfschützengewehr haben. Und einen Leuchtturm unter Feuer nehmen können, wenn hier was draußen steht. Blöd ist nur, dass ich nichts sehe. Und wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich ein Halsband, so ein Schal dran habe, dann ist nur fürs Spiel, passt auf. Jetzt habe ich hier so den exklusiven Gangster-Banditen-Look. Ja, also so stilecht. Kann ich mir das hier hochkrempeln. Sieht fast maskiert aus. Wir werden jetzt hier in Silent Ops Manier, wie wir es nie anders tun, vom U-Boot zu Wasser gehen. Boah, das war geschmeidig. Habt ihr das gesehen? Hammer. Schwimmen hier nämlich an. Völlig ungesehen. Schwimmender Moonwalk nach vorne, Freunde. Und dann pirschen wir uns eben von vorne an den Leuchtturm an. Wenn die nicht rauskommen wollen. Kein Problem, wir kommen rein. Ach du Scheiße. Oh no. Oh no. Ich wollte gerade die Recording-Stopp-Taste drücken und wir werden hier richtig massiv unter Beschuss gesetzt. Irgendwo. Ja, vom Leuchtturm, aber wo hat er geschossen? Wir schwimmen Schlangenlinien. Okay, also. Hä? Schüsse kommen von hinter mir, oder? Hm. Also wenn er mich jetzt hier noch trifft, dann schießt er von oben herab. Von oben herab mag ich nicht. Solche Leute mag ich schon mal grundsätzlich nicht, ja. Okay. Aber was? Alter, was? Er hat einen Tarnanzug. Okay, also gegen einen Tarnanzug brauchen wir auch keine Maske. Da brauchen wir den Schöpfer höchstpersönlich auf unserer Seite. Wie zum Teufel trifft er uns? Das ist ja neue Frechheit in dem Spiel, wirklich. Ich bin gerade leicht schockiert. Wir werden von einem Mann in einem Tarnanzug beschossen. Ist das denn die Möglichkeit? Er ist wieder verschwunden. Ja, wir sollen uns gegen den wehren. Witzig. Gut, schauen wir mal, ob die andere Seite des Ufers irgendwie was hergibt an Deckung. Zumindest hat er uns nicht gut erwischt, aber weiteres Problem in dem Spiel, gang und gäbe, ist... Achso, die Waffe patrouilliert hier einfach rum, oder wie sehe ich das? Weiteres Problem ist halt, die Gegner neigen dazu, unendlich viel Munition zu besitzen. Wie töte ich diesen Typ? Also schieße ich dann jetzt... Ich schieße auf Verdacht auf die Waffe. Hat ja keinen Wert. Ist ja voll Sinn. Ja, ja. Dann warten wir kurz ab, bis er hier Dampf abgeladen hat. Er wird wieder schießen. Ist hier irgendwas, womit wir Distanz verkürzen könnten? Um so vielleicht ein gutes Ziel auf ihn zu haben. Oder sollen wir hier mal einfach breit rein sprayen? Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je.
Bitte da was geben. Und ich fürchte, unser Lieblingsprotagonist hat hier wieder einen über den Durst getrunken, weil sonst würde der nicht so zittern. Ja, nachladen, Freund. Wir probieren es doch mit dem Präzisionsgewehr. Zack. Da haben wir den Unsichtbaren einfach mal geköpft. Ja. Sehr beeindruckend, ne? Krass. Das war ein Schuss. Nicht schlecht. Also. Ich hoffe, dass das auch der einzige war. Aufgabe wurde aktualisiert. Geht zum Leuchtturm Lazarevski und suche nach Informationen. Ja, ja. 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 Hä? Ja. Hilfsgüter abgeworfen. Ja, wow. Direkt über einer Stadt. Aber da habe ich jetzt keine Lust hinzureisen. Gut, wir schauen weiterhin mal argwöhnisch hier hoch. Ist das der Tote? Ah, er ist. Sein Morphsuit oder sein Tarnanzug hat also die Funktion aufgegeben. Das ist natürlich ärgerlich für uns, weil ich hätte dieses Ding doch gerne besessen. Ach ja, das Halstuch habe ich übrigens an, weil ich von draußen komme. Wäre etwas merkwürdig, wenn ich jetzt hier mit vom PC spielen würde. Wobei, echt cooler Style, oder? Ich ahne jetzt ganz, ganz Schlimmes, Leute. Ich ahne wirklich nur das Schlimmste hier. Ich habe Movement gesehen. Maske auf. So, Maske auf. Okay, Kampfmodus. Kampfmodus. Sind skrupellos, unbarmherzig, entschlossen. Unser Instinkt ist voll da und wach. Marmelade ist auch da. Oh, Marmelade. Oh. Erdbeermarmelade. Okay. Also wenn hier oben was auf uns wartet, dann bringt uns unser Instinkt gleich mal gar nichts. Weil wir sowas von ins Gras beißen werden. Oh. Drogen. Kann ich natürlich nicht nein sagen, bevor ich jetzt irgendwie umgenietet werde. Gleich mal ein bisschen klopfen. Und voll durch den Anzug jagen, ja? Gut, jetzt schreiben wir die Wurme. Machen die Tür auf. In den Anzug, den Tarnanzug, Mann. Den wir sofort gleich looten werden. Unbekannte experimentelle Kalaschnikow. Also doch irgendwas Experimentelles an ihm. Ich hab's doch gewusst. Hab es gewusst. Ah, hier liegen Notizen. Meine Truppe wird am Hafen sein und beginnen mit einem Haufen Kohle ein riesiges Feuer zu legen. Nutzt das darauffolgende Chaos, um euch um den Seemann zu kümmern, der die Soldaten vor Ort über unsere Trophäen befragt hat. Meint er mich? Oder meint er die da drüben? Was machen wir jetzt? Richt an Kuznetsov erstatten. Sehr wohl. Klingt nach einer hervorragenden Idee. Gut. Dann erstatten wir einmal Bericht. Also, ich bin da mal hin. Ganz geschmeidig. Hoffe, dass ich jetzt bei der Treppe nicht sterbe. Wenn wir schließlich den Kampf gegen den Herrn im Tarnanzug auch überstanden. Also, warum sollten wir dann jetzt hier hops gehen? Ich sehe keinen Grund. Wir können hier alles überleben. Man muss es nur wollen. Okay. Wir sehen uns gleich und hören an, was Herr Kuznetsov zu den aktuellen Entwicklungen so zu sagen hat. Gut. Da wären wir beim Monsieur Kuznetsov. Ja, du hast
diese Spione gerade noch rechtzeitig abgefangen. Er ist ein Spitzel. Es ist ein Spitzel am militärischen Standort, der für Wolochow und die anderen momentan keine Gefahr darstellt. Trotzdem werde ich darüber nachdenken, wie wir unsere Leute schützen können. Wie du siehst, läuft uns die Zeit davon. Hol dir Munition und komm dann zurück. Es wird ein großes Feuergefecht am Hafen geben. Der Hafen muss zurückerobert werden. Komme, was da wolle. Der Oberst wird nie aufgeben. Und die Kohle am Hafen ermöglicht es ganz leicht, alles auf den Kopf zu stellen. Grundsätzlich sollte der Hafen ebenso wie der Damm ständig bewacht werden. Aber woher sollen wir so viele Männer bekommen? Wir können jedoch auf jeden Fall den Meuterern Widerstand leisten. Möglicherweise erwarten die Meuterer am Hafen keine ernsthafte Schlacht. Geh los und kümmere dich um sie, so wie du es als richtig siehst. 8200 Credits. Spiel ist also der Hafen. Vernichte den Trupp im Eisenbahnwagen in der Nähe des Hafens. Also ist auf einmal vom Trupp in der Nähe hier. Oh, was ist das Cooles? Oh, ein X8 LMG. Der Rucksack ist voll. Blöd. Wie viel wiegt das denn? Können wir leicht mit dieser Trickserei? Jawohl! Jawohl! Oder? Ja, nicht viel. Was ist denn am meisten wert von den Dingen, die hier liegen? Rucksack ist voll. Nimm den Helm. Den Helm, oder? Den Helm hier. Den Helm hier rausziehen. Ach, verdammt. Scheiß auf den Helm. So, ganz einfach. Okay, wir gehen zurück zum Auto und dann sehen wir mal weiter. Scouten auf jeden Fall noch kurz die Lage. Oha, oha. Seht ihr? Die machen ernst. Und sie haben die ganze Kohle anflambiert hier. Und doch tatsächlich ein ernsthaftes Feuer. Krass, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass das im Spiel wirklich implementiert ist, dass da auch was passiert. Cool. Okay, dann müssen wir es dringend handeln. Und nichts wie zurück zum Hafen. Ich habe unser Inventar etwas erleichtert, heißt, ich habe alles Erbeutete in unsere Basis gepackt, dass es da schön in Sicherheit ist. Und jetzt nähern wir uns mal dem Missionsziel. Da praktischerweise fast um die Ecke. Ausnahmsweise nehmen wir mal die Handbremse. Ihnen auch sogleich das Gewehr. Sagt die Munition. Sagt 18 Schuss. Also, alles cool. Oh ja. Oh ja, Leute. Oh Leute. Oh ja. Also. Ah, da oben. Lavenzel, der Herr. So, haben wir da gleich mal einen erwischt. Ah. Durch ein dummes Camper versteckt da oben, ne? Das ist blöd. So, habt ihr schon mal was vom Präsentierteller gehört? Kennt ihr den? Also ich weiß nicht. Ich als cleverer Soldat würde vielleicht nicht auf diesen Wagen da stehen, aber so sind die Leute eben verschieden, ne? Die nehmen wir alle raus. Die nehmen wir alle raus. Ich doch mal hier die RPK einsetzen. Nee. Warte kurz, bis die Feuerphase vorbei ist. Und dann ist sie auch schon leer geschossen. Genau. That's what I meant. Habe ich eigentlich überhaupt irgendwas? Boah. Nicht zu gebrauchen. Liegen mir aber auch die Kugeln um die Ohren. So, noch einer. Okay, hier sind wir auch leer geschossen.
Das ist gut. 12 Schuss. Okay, er schießt nochmal irgendwas. Es scheinen hier mehr, als ich dachte zu sein. Wir brauchen hier irgendwie... Gut, hier ist wieder einer down. Wir brauchen hier irgendwie eine bessere Sicht. Zack. Ach, das war ein Zweier-Magazin, das eben noch da war und das hat er jetzt reingeladen. Jetzt steige ich endlich dahinter. Hey. Reicht langsam, aber sie treffen nichts mehr irgendwie. Ich auch nicht, aber sie noch weniger. Beruhig dich mal wieder, komm. Jetzt eben Körpertreffer, die tun auch weh. Geld haben wir gerade genug. Also da können wir wirklich richtig, richtig dekadent mit umgehen. Nur, komm. Nur. So dekadent auch nicht. Weil, wenn wir keine Munition mehr haben. Ja, ruf mal aus, ne? So. Sag das Missionsziel. Oha. Wir haben sie alle vernichtet. Wir haben sie vernichtet, Freunde. Und... Wie viele Leute waren das jetzt? 6? 5? Wir fahren da auch hin. Aber wir machen das Ganze schlau. Wir fahren von der anderen Seite hin. Warum? Weil wir letztes Mal, oder was vorletztes Mal, eine der vergangenen Missionen auf jeden Fall, hier direkt unter Beschuss genommen wurden von irgendwie einer anderen Fraktion, die hier in den Wäldern kampiert. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Genauso wie ich auf solche Auffahrunfälle mit Prellböcken keinen Bock habe. Das heißt übrigens Prellbock. Ja. Für alle diejenigen, denen diese Sprache nicht mehr so geläufig ist. Wenn wir nur den Wagen finden, auf dem wir drauf gestanden sind. Hier. Ha, da liegen sie. Wie kommen wir da hoch? Ja, das ist eine andere Frage. Kommen wir da hoch? Und hier qualmt es kräftig. Da seht ihr. Das, liebe Kinder, passiert, wenn man zündelt. Dass einer... Das wäre so ein Typ zerlegt, ne? Gut, der ist ja eigentlich nicht so prickelnd ausgestattet. Das ist wieder so ein Tarnanzugsmensch. Wohl doch einige von. Weil diese TOZ-Flinte, die können sich gerade mal in die Haare schmieren. So ein Ding will ich gleich mal gar nicht haben. Ja, wie, jetzt kommen wir da jetzt echt nicht hoch? Das wäre ja mager. Das wäre mal richtig mager. Was ist das denn? Ich habe gerade für einen kurzen Moment gedacht, wir kommen hier nicht mal mehr raus. Alles ist möglich. Alles ist möglich in Next Day. Alles. Grundsätzlich alles. Damit meine ich wirklich alles. Das macht es spannend. Okay, vielleicht nicht, aber... Jetzt wirklich riskieren, auf die Seite zu laufen. Möchte ich dieses Risiko eingehen, wegen etwas Loot? Oh ja. Kann ich hier durchkriegen? Würde das Ganze schon... Dein Ernst. Ist selbst deiner nicht würdig, junger Mann. Es ist selbst deiner nicht würdig. Dann haben wir hier noch... Ein Schuss. Ein Schuss. Den zur Not derjenige zu spüren bekommt, der meint, er müsste mich hier hinterlistig angreifen. Weil mich von hier direkt beschossen hat, bin ich sowas von am Arsch. Okay. Liegt nix. Da liegt nix, aber hier ist eine Leiter. Die etwa benutzbar. Nein. Diese Leiter benutzbar. Ebenfalls nicht. Ja, wie um alles in der Welt kommen wir dann an unseren verdienten Loot? Wir hätten einfach in die Richtung laufen können auch mal. Aber vielleicht, pass mal auf. Jetzt kommt Trick 17, Freunde. Jetzt kommt Trick 17. Und wenn ihr euch fragt, was Trick 17 ist, das ist der Trick, der nach Trick 16 kommt, okay? Seht zu und lernet, holde Freunde. Seht zu und lernet. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe.
Also den letzten Satz streiche ich, glaube ich, raus. Gut, also ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ich fahre zurück zur Basis. Für euch gibt es eigentlich hier nichts mehr Spektakuläres zu sehen. Die Hallen kennt ihr, glaube ich, überwiegend. Ja, und... es ist alles eine Sache der Perspektive. Das bleibt hier für die Folge als Fazit zu sagen. Und wir schnappen uns hier... hier gibt es noch einen Armeeverbandskasten, den wir uns natürlich mitnehmen. GOZ können wir nicht mehr tragen, das ist mir aber auch einerlei. Ja, es ist alles eine Frage der Perspektive. Bringen wir den hier vielleicht? Das ist, sieht gut aus. Ein bisschen Geduld und Spucke. Ja, ja, komm. Ja, jawohl, jawohl. Dem können wir immerhin noch seinen kleinen Jagdrucksack und seine AK und sein Tarnmützchen abnehmen. Immerhin kommt es hier noch zu einem versöhnlichen Ende. Annähernd versöhnlich, dass wir hier diesen hervorstehenden Arm looten können. Das ist doch so. Können wir jetzt... Nein, wir hängen hier an irgendetwas fest. Ich weiß nicht was, aber wir hängen fest. Ah, okay. Da kann es weitergehen. Tarnmütze nehmen wir mit. Wir nehmen einfach alles mit. Jacke, die passt nicht mehr rein. Egal, auf jeden Fall danke ich euch an dieser Stelle schon mal herzlich fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. War ja eigentlich auch, ja, ganz witzig, ne? Unmengen von Leuten auf dem Gewissen. Es war mal was los. Und nächstes Mal sind wir dann gespannt, was für eine Mission dort auf uns wartet. Und der verrückte Herkus jetzt auch wieder hinschickt. Wahrscheinlich wieder in ein Gebiet voller getarnter Feinde. Ein neuer Bug zu sein, der mir jetzt nicht so arg zusagt. Okay, man sagen Bugs einem dem schon zu. Wie dem auch sei, macht's gut. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Checkt auch meine anderen Videos aus, sagt man in der coolen, modernen Sprache. Schaut sie euch einfach an. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Ciao. Hey!